Weil das mir so aussieht, als ob man hier hochkommt. Noch weiter hoch? Ja, guck nicht so. Kletter mal lieber. Ah. Dam, 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 dam. Ach ja, ich habe ja schon was ausgewählt. Versteckte Klinge ist auch ausgewählt. Nein! Wo immer ich. Oh, ich erinnere mich. Okay, dann wollen wir jetzt mal. Hopp! Und guck die Wand an! Du auf! Ich hab den rauf! Jetzt geh auf ihn rauf! Und ich hab ihn rauf, Riss! Das. Oh, meine Hand fällt gleich ab. Und der Licht! Nein, auf den, der Licht! Auf den, der Licht! Oh, du kannst auch nichts richtig machen, oder? Auf den, der Licht! Ah. Oh, meine Hand fällt gleich ab. Ich muss mal wieder hier einen auf Kontern machen, weil ich gerade überhaupt keine Zeit habe. Und reiner mit dir. Rein. Oh, meine arme Hans. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Ich nicht. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Jetzt hau ab. Gut. Attentat. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Habt ihr das gesehen? Einfach mal hier lang laufen. Hier um die Kurve rum und ich bin nicht mehr da. So. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Na egal. Hallo? Wo hast du dich verkrochen? Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. 3 Minuten verlässt ihr die Stadt. Und ich muss ausgerechnet dahin, wo ich gerade alle möglichen Leute auf meiner... Okay. Das ist jetzt... Oh ja, genau! Oh, du bist echt dämlich, oder? Ich war's nicht! Mein Gott! Wer hat das getan? Zeigt euch! Vielleicht sollte ich doch erstmal warten, bis die ganzen Leichen hier weg sind, bevor ich den Quest mache. Gehe ich erstmal hier auf den Aussichtsturm auf, glaube ich. Wenn ich hier wegkomme. Das ist ein böses Omen. Wer war das? Oh, Mensch! Wirklich düstere Tage. Dreckiger Assassine, stirb! Ich hätte gar nichts gemacht! Ihr könnt mir nicht tun, doch jemand wünscht zu sterben. Ach, bin die Rache Gottes! Courtois! Zwei Seiten verflogen! Courtois, we suggest!
Aber zu spät. Ich glaube, du willst nichts von mir so. Oder ich werde euch über den Haufen rennen. Lasst ihn nicht entkommen. Ach, rein da! Nein! Was machst du denn, du Idiot? Du sollst da rein! Oh, Mensch! Weißt du, wie knapp das war? Il a trouvé refuge ailleurs dans cette ville. Oh, das war aber gerade richtig knapp. Ich glaube, hier haben sie schon die Wache verdreifacht oder vervierfacht oder so. So. Bam, 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 bam. Eine Verprügelung. Oh, da habe ich jetzt auch richtig Lust zu. Und wie komme ich da hin? Hier hoch? Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein Vater. Ist mir egal. Muss hier jemand verprügeln? Ihr seid es nicht. Den da. Die Mannschaft wird für den Dienst in der Flotte ebenfalls dem Orden übergeben. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Okay. Jetzt folgen wir ihm eine Runde. Schiffe versenken. Nein. Also irgendwie scheint da was mit den Schiffen nicht in Ordnung zu sein. Und das müssen wir jetzt mal herausfinden, was er uns gleich noch so erzählt. Aber dafür müssen wir erstmal in einen ruhigen Ort gelangen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Hier oben würde ich ihn eigentlich ungern verprügeln bei den ganzen Wachen, die hier rumlaufen, weil danach stirbt er ja sofort. Ich habe kein Geld. Fragt Ezio, der hat Geld, aber ich habe kein Geld. Ich lebe ohne Geld. Hallo! Haltet mich nicht auf, Mädels. Oh, lass mich in Ruhe. Genau, verschwinde einfach. So, wo will er nicht noch ganz hinlaufen? Ich hoffe ja irgendwo hin, wo nicht so viele Prügelkinder rumstehen. Wo geht er hin? Johann? Das dauert mir nicht zu lang. Sind irgendwelche Wachen? Oder geht er jetzt hier vorne rein? Nee. Wo geht er hin? Prévenez-moi si vous l'apercevez. Das muss jetzt reichen. Was? Seit wann sind die Wachen aufmerksam, wenn ich einen Faustkampf anfange? Ja, dann... Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Ich habe jetzt eigentlich Ich habe überhaupt keinen Bock, hier zu kämpfen. Ja. Na los! Das heißt, ich muss dem ziemlich lange und ziemlich weit folgen. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Unglaublich!
Toll. Ja, dann wird das noch ein bisschen länger, mehr Zeit in Anspruch nehmen, diesen Typen hier vorne irgendwie hinzukommen. So. Müssen dem Obmann der Zunft beim Gericht. Okay, und wie kriegen wir das jetzt hinten los? Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Alle angelegten Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Ja, das habe ich schon begriffen, aber lauf jetzt mal am besten los. Die Konfiszierung zu verbergen wird schwerstens bestraft. Ach, das hätte dir nicht tun sollen, Jim. Ich mach jetzt einfach mal hier. Los! Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand, es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Und weg. Und ich kann jetzt sogar was ganz Cooles machen hier. So, da bin ich nämlich jetzt schon ganz nah bei denen hier. Müssten irgendwo hier rumstehen. Da sind sie auch schon. Da gehe ich jetzt hin. Und da oben habe ich eine Leiche zurückgelassen, mein Gott. Je préfère trancher la main. Maudit voleur. Ihr geht jetzt. Je préfère trancher la main. Okay. Ihr habt mich gerettet! Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren! Tja, jetzt wird die Stadt von meinem Opfer erfahren und jetzt versuchen wir uns nochmal an der Attentatsmission da oben. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier wieder weg? Hier nicht. Ich muss wahrscheinlich erstmal... Na. So. Ich gehe jetzt erstmal hier auf ein Haus rauf. Attentatsmission, ich komme. Weil das Ding ist, ich möchte den da hinten, das ist nämlich der Leuchtturm da. Und das möchte ich erst machen, wenn ich alles so erledigt habe. Hier in der Gegend wenigstens. So, jetzt muss ich aber erstmal, dass das Problem ist, nämlich ich muss jetzt erstmal hier raus. Okay. Okay. Draußen bin ich schon. Wow. Au, warum schubst ihr mich immer, ihr Betrunkenen? Schlimm ist das. Du hast gar nichts getan. Warum muss er so hetzen? Nur die erkennen wahrscheinlich, wer ich wirklich bin. Oder dergleichen. Genau wie die Kranken. Die sind noch schlimm. Also diese Betrunkenen und Kranken, die sind sowas von schlimm. Ich dachte. Und natürlich die Kistenträger. Ganz schlimm. So. Uah. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ja. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Okay. Lauf doch los. Und 2 ist schon gedrückt.
Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, habe ich nicht. Ich habe gar nichts. Ich muss den da töten. Und ganz schnell wieder weg. Gib mir doch ein bisschen Geld. Nein! Jetzt laufe ich hier durch. Wo ist der Heide, der dafür verantwortlich ist? Da. Jetzt laufe ich hier wieder weg. Belästigt jemand anderen. Was ist das denn?